Die wohligste Wärme durchfließt mich. Ein flüssiger Strom aus innerer Ausgeglichenheit und Ruhe durchströmt mich. Mein Geist malt die buntesten Farben und Formen von meinem Innern. Ich bin in der Kirche. Der Pfarrer spricht Agnus Dei. Bald ist vorbei. Erlösung, Katharsis. Ich denke an die letzte, ultimative, divine Erlösung. Die Gitti, der stickt auf der Kur am Zwieback. Aber sie merkt nichts im Schlaf. Der Hansi sieht am Aids dahin. Aber er merkt nichts. Morphium. Und ich, wieder hungert. Der Partyservice und alle anderen Partyservice sind verboten. Und alle Kaffeehäuser auch. Und es gibt nichts mehr in ganz Wern als ein Kebabstand. Aber selbst der ist von den Salmonellen behaust. Aber ich merke nichts. Ich schlaf ganz langsam und friedlich ein. Und dann erhebt sich meine Seele und ich schweb irgendwo im Nirvana, in einer galertartigen Suppe. In einem embryonalen Zustand der gyroskopischen Freiheit. Und bin in einem Aquarium. Und ich schaue die ganzen depperten Leute an, wie es rein und rein. Aber ich sterbe mich nicht, weil ich hör's nicht. Ich muss kein Engel werden. Ich muss auch kein Heiliger werden. Ich will einfach bloß meine Ruhe.